wir machen die Sendung heute mal nicht alleine zu Max und ich. Nein, wir haben Gerhard Rietschel auch bei uns, also zugeschaltet. Sie sehen hier über meiner Schulter vom Verein für Naturkunde in Mannheim. Denn Max, das Thema hatten wir vor kurzem schon. Konkordienkirche, Mannheim, da haben jetzt Uhus, ein Uhu-Pärchen sozusagen, ausgebrütet. Nämlich ganz kleine Uhus. Also da haben sich nicht nur zwei Uhus gefunden, sondern auch direkt für Nachwuchs gesorgt. Herr Rietschel, was ist da los im Kirchturm? Wie ist der Stand der Dinge? Ja, Ende Dezember ist dort ein Uhu aufgetaucht und hat nächtelang gerufen. Anfang Januar kam ein Weibchen dazu. Die haben dann schwer gebalzt, aber dann hatte sie offensichtlich die Nase voll und ist verschwunden. Und 5 Wochen später war wieder ein Weibchen vorhanden. Und dann ging es zur Sache. Nachts kamen die Uhus regelmäßig, tagsüber waren andere Interessenten für den Nistplatz da, Wanderfalken, Turmfalken und Ringeltauben. Und dann trafen Wanderfalken und Uhu nachts zusammen und der Wanderfalke verschwand, nicht spurlos, aber er verschwand. Und der Uhu hat sich dann endgültig angesiedelt und hat dann Mitte März Eier gelegt und jetzt gerade vorgestern Nacht ist das erste Junge geschlüpft. Und wir sahen das jetzt gerade auf dem Film, den jungen Uhu und die Mutter, die also permanent über dem Jungen sitzt und es wärmt. Ja, also denen scheint das auch gut zu gehen. Das ist jetzt auch nichts wirklich Außergewöhnliches, dass sie einen solchen Nistplatz gefunden haben. Uhu sind ja Felsbrüter und so eine Kirche ist praktisch ein künstlicher Fels mit Höhlungen, mit Nischen, mit Simsen, optimal als Nistplatz geeignet für Uhus oder Wanderfalken. Und deswegen kommen Uhus auch neuerdings bis in die Städte und hier in Mannheim jetzt sogar bis ins innerste Zentrum der Stadt. Toll. Also schöne Bilder, die wir da bekommen haben und danke, Herr Rietschel, auch nochmal für die Einordnung von Ihnen. Ich glaube, so kann man wirklich in den Feierabend gehen, Max, oder? Wir winken. Jawohl. Bis morgen. Danke, Herr Rietschel, nochmal. So, und Ihnen einen schönen Feierabend allen. Tschüss, bis morgen.